Einer der Titel, bei dem wir schon seit deutlich über einem Jahr investiert sind, ist PAH3, die Porsche Holding. Die Porsche Holding ist für uns deshalb so interessant, weil es die Holdinggesellschaft der Porsche-Familie ist, die die Majoritätsanteile der VW-Stammaktien hält. Unserer Meinung nach alleine schon deshalb von der Fundamentalseite ein unterbewerteter Titel. Wir schauen uns heute die Porsche-Aktie an. Ich zeige Ihnen unseren DAX 40 Performance-Aufstellung. Wie stehen wir aktuell mit der Aktie? Wie ist unser mittelfristiges Ziel für die Aktie? Denn wir haben jetzt ein starkes Trend-Reversal gesehen, also eine Umkehrbewegung, auf die wir achten, die aktuell interessant aussieht. Und die Frage, steigen wir jetzt mit einer weiteren Position ein? Los geht's! Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKCM. Entschuldigen Sie bitte meine Maskerade, aber ich bin leicht erkältet und mich friert es. Wir sprechen über eine Aktie, die wir in der Vergangenheit sehr oft besprochen haben, die wir jetzt auch wieder besprechen wollen. Eine Aktie, in der wir seit langer Zeit investiert sind, die Porsche Holding, also die Holdinggesellschaft, die verschiedene Unternehmen hält, aber eben auch den Majoritätsanteil an VW-Stammaktien. Als erstes starten wir mal mit einer Übersicht über unser Portfolio. DAX 40 Aktien. Ich hatte es ja gestern in diesem Video hier schon aufgezeigt bei Coinbase. Das ist ein Wert des Tech 33 Aktienpaketes. Da läuft es wahnsinnig gut. Über 30% year to date im Gewinn, also seit 1. Januar 2023. Beim DAX, der DAX ist durchaus durchwachsener gelaufen. Wir sind zwar hier auch year to date mit aktuell 5,69% im Gewinn, hatten hier auch eine Zwischenphase, wo wir kurz mal im Minus standen. Das ist so die Jahresperformance, wenn man sich das hier anschaut. Wir waren also auch schon deutlich, deutlich stärker im Gewinn hier, teilweise mit 15%. Aber das ist eben tagesaktuell der jetzige Stand. So, und jetzt schauen wir uns mal die einzelnen Positionen an. Grundsätzlich alle Positionen, wo wir eingestiegen sind. Und da ist die Porsche Automobil Holding, einer der Werte, wo wir noch relativ stark im Minus stehen. Year to date, seit 1. Januar 2023, aktuell 15,4%. Und wir haben eine Gesamtallokierung an unserem Gesamtportfolio von 3,96, also knapp 4%. Die vier Werte, wo wir am stärksten investiert sind, mit einer Allokation über 8%, sind Puma, Henkel, Volkswagen und Continental. Somit ist das insgesamt Volkswagen-Exposure am höchsten, gemessen am Gesamtportfolio, weil wir zum einen Volkswagen-Aktien halten und zum anderen Porsche Holding-Aktien halten, die wiederum die Majorität der Volkswagen-Aktien hält. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an und gehen darauf ein. Erster Chart, das ist Porsche Automobil Holding SE, Ticker PAH3. Das ist hier unsere langfristige Zielzone, die wir erwarten für eine Trendwende. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen hier noch einen Ticken weiter runter oder aber wir haben möglicherweise jetzt in den letzten Tagen oder man könnte sagen seit dem 30. Oktober das Tief gesehen und arbeiten uns seitdem hier hoch. Das ist jetzt hier alles noch sehr klein dargestellt. Ich gehe gleich mal näher darauf ein. Der interessante Bereich für uns ist genau dieser hier. Grundsätzliche Erwartung ist im Anschluss, wenn wir das Tief gesehen haben, ganz klar wieder eine Aufwärtstendenz. Das möchte ich gleich mal sagen. Wir sind hier mittel- als auch langfristig bullisch auf diese Aktie eingestellt. Rein auf Basis der Elliott-Wellen sollten wir hier die übergeordnete Welle 2 abgeschlossen haben. Wenn man das Ganze mal zusammenziehen möchte, um es sich hier längerfristig anzuschauen. Wir hatten ja hier damals das Hoch am 8. Juni 2021, kamen dann hier in die Zielzone rein, hatten hier eine schöne Reaktion gesehen und haben dann aber im Endeffekt, das war dann auch unsere Fehlspekulation, ja, wir haben die Aktie nicht so bärisch eingeschätzt, wie sie sich dann entwickelt hat. Das ist bei einigen DAX-Aktien durchaus so gewesen. Ja, ein großer Dank hier an die deutsche Bundesregierung für die wirtschaftsfeindlichen Maßnahmen, die tagtäglich ergriffen werden. Aber ich will mich hier überhaupt nicht darauf ausruhen, sondern wie ich ja schon gesagt habe, das sind auch Fehlspekulationen auf unserer Seite gewesen. Und die benenne ich hier und ich zeige sie auch ganz transparent in unserem Depot. So, ABC, der 2, könnte abgeschlossen sein. Und dann würden wir mittelfristig heißt auf Sicht der nächsten 6, 7, 8 Monate, durchaus wieder Bereiche sehen um die 80 Euro die Aktie. Das heißt, wir werden hier im Anschluss in den nächsten Wochen und Monaten hier weitere Zielzonen etablieren, die wir einbauen. Wie gesagt, das ist jetzt hier gerade nur mal dargestellt, wo wir dann Positionen, die wir hier aufstocken, das haben wir noch nicht weiter gemacht. Wir sind ja jetzt bereits investiert. Was wir jetzt wollen, ist
eine Kursstruktur sehen, die uns davon ausgehen lässt, dass wir jetzt wirklich ein hinterlegtes Tief haben und nachhaltige Anstiege erwarten dürfen. Wir gehen also erstmal davon aus, dass die 1 hier bis in den Bereich von 80 hochkommt. Jetzt also die Frage, steigen wir jetzt ein? Kommunizieren wir das jetzt im DAX 40 Aktienpaket? Geben wir jetzt den Einstieg per Mail und im Login-Bereich raus? Nein, machen wir noch nicht. Wir warten darauf. Aktuell ist das jetzt hier auf 4-Stunden-Basis, also das Ganze mal rangezoomt. Ein erstes Trend-Reversal, was wir hier gesehen haben, eine schöne Bewegung nach oben, aber mehr auch noch nicht. Grundsätzlich wollen wir jetzt hier erstmal anerkennen, wir haben hier einen leichten Aufwärtstrend, den wir sehen. Wir haben hier gedreht innerhalb dieses Bereiches rund um das 61,8er Fibonacci bei 43,77. Das war der Bereich, der hier auch in der Vergangenheit gehalten hat. Das ist uns aber noch zu wenig. Wir wollten hier eine erste Reaktion sehen, am besten bis in diesen Bereich hier hoch, dass wir hier das Zwischenhoch überschreiten, ungefähr so eine Bewegung hier, deutlich drüber gehen, das nochmal antesten und dann weiterlaufen. So. Und sobald wir das Muster sehen, das wir hier sehen wollen in unserem Fall, um mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sicherzugehen, dass wir hier es mit einem finalen Trend Reversal zu tun haben, also dass wir hier, wie gesagt, am 30. und 31. Wo das Tief ausgebaut worden ist, bei 41,61, dass wir dann hier von einem nachhaltigen Tief ausgehen können und dann würden wir hier einen weiteren Einstieg kommunizieren, um dann auch den Cost-Averaging-Effekt hier runterzusetzen und nochmal eine weitere Position einzugehen. Wir können hier auch noch im Depot, wir haben bereits 3 Porsche-Käufe getätigt. Wir können hier auch noch eine weitere tätigen. So, das dazu. Schreiben Sie gerne mal in die Kommentare rein. Wir haben ja noch ein paar Spots frei diese Woche, welche Aktie Sie gerne haben möchten. Ich habe gestern öfters PayPal gelesen. Ich habe auch ein paar Mal Palantir gelesen, denn ja, wir haben einen Verkauf bei Palantir getätigt. Haben das auch kommuniziert an die Abonnenten in der letzten Woche. Da könnte ich darüber sprechen, wenn Sie das wollen. Sonst schreiben Sie mir gerne mal rein, welchen Titel aus unserem Marktuniversum Sie gerne nutzen möchten. Letzter Punkt, den ich noch gerne erwähnen möchte, ist aktuell freie Jobs. Die HKCM wächst und wächst und wächst und zwar nicht nur bei YouTube und beim Kundenstamm, sondern auch in ihrer inneren Struktur. Wir brauchen neue Mitarbeiter. Wir haben aktuell wieder 5 freie Stellen. Sie können hier direkt unten in der Videobeschreibung den Link klicken, um auf Karriere bei HKCM zu kommen. Da sehen Sie, Mitarbeiter im Marketing wird gesucht, Analyst für Charts und Finanzwesen. Das ist dann alles immer jeweils auch genau beschrieben, was wir da brauchen. Ja, bitte sich nicht melden auf eine Analystenstelle, wenn Sie den Bäckerhandwerk gelernt haben oder sonst irgendwas. Hört sich jetzt sehr abstrus an, aber glauben Sie mir, wir haben schon einige Dinge hier erlebt. Full-Stack-Developer, also im IT-Bereich, einen Financial Writer und ganz, ganz wichtig aktuell eine Buchhaltungsfachkraft. Wenn Sie also buchhalterisch bewandert sind, dürfen Sie sich sehr gerne bei uns bewerben. Sie klicken dann einfach hier drauf, gehen auf Jetzt bewerben und reichen uns Ihre Bewerbung ein. So, ich wünsche Ihnen jetzt eine wunderschöne Handelswoche. Machen Sie es gut. Danke.